In der Stadt Zürich hat eine Primarlehrerin muslimischen Kindern ja erlaubt, für das religiöse Fest vom Fastenbrechen daheim zu bleiben, ohne dafür einen Joker-Tag einzusetzen. Ja, der Gerbers geht natürlich gar nicht. Ja, aber es ist in der Volksschulverordnung so festgelegt, SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Gut, das geht gleich nicht, der Gerber. Die Leute, die da bei Ihnen an den Kommunizmorgen gekommen sind, haben auch einen Joker-Tag dafür einsetzen. Ja, sie lachen jetzt. Aber was für uns Schweizer gilt, gilt für die Muslime erst recht. Andreas Glarner, Sie haben ja auf Facebook die Handynummer von dieser Lehrerin veröffentlicht und ihre Follower dazu aufgefordert, dieser Lehrerin dann anzuhören und ihre Meinung zu sagen. Geht das jetzt nicht ein bisschen zu weit? Ja gut, ich bin eben auch so ein Whistleblower. Sie sind kein Whistleblower, Monsieur Glarner, Sie sind eine Pfeife. Oh, SPÖ-Präsident Christian Löbra ist nicht der Einzige, der sich darüber empört hat. Ja, wir von der Grünen fordern, dass der Andreas Glarner zur Wiedergutmachung am Fastenbrechen allen Muslimen das Essen servieren. Gut, das mache ich gerne, Giro. Ich serviere alle Muslime gratis. Achtung, Servela. Gut, wir wechseln das Thema. Heute fährt in Frankreich die Frauenfußball-WM an und im Gegensatz zu der WM der Männer überträgt SRF bei den Frauen jetzt nur wenige Partien live. Gut, wenn der Roger bis dann schon gegen den Nadal verloren hat, gang ich das Eröffnungsspiel auch schauen. Ist sicher spannender als ein Tennismatch von zwei alten Männern. Ja, das freut sicher die Vertreter von der SP, Heinz Günthert. Die wollen ja SRF jetzt nämlich mit einer Online-Petition dazu bringen, alle Spiele zu zeigen. Frauenfußball für alle, nicht für wenige. Die SP fordert die Gleichstellung von Mann und Frau im Programm vom Schweizer Fernsehen. Was würde sich denn in unserem Fernsehprogramm ändern, wenn es jetzt nach der SP ging? Die Sendung Land Frauenküche erhält neu eine Schwestersendung. Land und Männerküche. Dafür nennt Nick Artmann sich in jeder zweiten Sendung Nick Art Frau. Der SRF 3 Comedy zum Morgen mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde.